war es ein großer Unterschied, der Umstieg jetzt vom Subaru, mit waren ja auch schon fast 300 PS, aufs WRC? Ja, das Auto ist wesentlich direkter. Das heißt, es passiert alles einfach viel schneller. In einem Gruppe N oder R4 Auto lenkt man mal, dann bewegt sich das Auto und dann fährt man Kurven. Da lenkt man und gleichzeitig fährt man die Kurven, so ungefähr würde ich das beschreiben. Also es ist so wie ein Go-Kart mit 1000 Kilo. Zweiter in Freistadt. Das ist jetzt so ein Punktestand, wo man sagt, jetzt kann ich mich schon langsam vertraut machen mit der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft. Gibt es ein Konzept für hier, für die Rebenland-Rallye? Bei den jetzigen Bedingungen ist sicher das Konzept ist, dass ich die Kisten drüber bringe. Was geht eigentlich in dem Piloten eigener vor, wenn er so hinrollt, Start, erste Sonderprüfung? Was denkt man sich da? Was fährt da durch den Kopf? Ich schätze mal, ich habe so um die 150 Puls immer noch. Und es ist einfach, man taucht da in eine Welt, wenn man einen Helm aufsetzt, die ist unbeschreiblich. Man ist nur mehr fokussiert auf das, was man vom Beifahrer hört über den Helm. Und es ist eine ganz eigene Faszination, die da stattfindet. Der Körper schüttet das Adrenalin aus und es ist eine Sportart mit hohem Suchtpotenzial. Sonderprüfungen, die 5, 6, 8, 10 Kilometer sind, ja, die sind relativ schnell vorbei. Jetzt kommen aber die langen Sonderprüfungen. Wie ist das da? Wird man müde? Kostet das sehr viel Kraft oder ist es einfach die geistige Anspannung? Ja, ich muss sagen, vom Auto her ist es so, dass das Auto kostet relativ wenig Kraft im Vergleich zu einem Gruppe N Auto oder so, weil die Lenkung geht viel leichter. Nur im Kopf wird man irrsinnig schnell miert. Also durch das, dass die Sachen so schnell daherkommen, gerade bei der Rallye, wo man klar durch den Wald fährt, nur mehr im Beifahrer ratschen hört, da merkt man plötzlich, ich mechert, aber ich kann nicht mehr, weil das Hirn irgendwie schon ein bisschen nachlässt. Herzliche Gratulation. Ja, danke. Leider viel Pech gehabt jetzt bei der Rallye, technisches Pech. Am Anfang mit den Reifen vergriffen. Aber es hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel wieder dazugelernt, was das Auto anbelangt. Ich habe viel über mich selber dazugelernt. Beim Schreiben haben wir einiges entdeckt, wo wir noch arbeiten müssen. Also in Summe ein lernreiches Wochenende, was nicht so richtig von der Platzierung her belohnt worden ist, aber auf jeden Fall von dem her, was wir dazugelernt haben. Vor allen Dingen sehr viel Kampfgeist gezeigt, weil auf der letzten Sonderprüfung noch einmal einen Platz zurückgekämpft. Ja, jetzt haben wir die Winterreifen montiert gehabt. Zuerst waren die falschen Radler drauf. Und vor allem jetzt haben wir wieder was gesehen in der Scheibe, weil die Scheibe war ja fast zu 90% zu. Also die war keine Sicht, ich habe nur unten am Schlitz rausgeschaut. Und ja, ich möchte sowas nicht mehr machen müssen, ehrlich gesagt.